Mein Vater ist Alkoholiker gewesen und der ist auch mit, ich glaube, 58 war daran gestorben dann. Und das war für mich immer eigentlich, wenn du so möchtest, ein positiver Einfluss, weil ich sehe, dass viele andere Leute sehr drastische Erfahrungen damit gehabt. Also während zu seinen Lebzeiten noch. Ich habe das selber sehr nah mitbekommen und habe den Zerfall dieses Menschen auch hautnah mitbekommen. Ich weiß, wie gefährlich das ist, und ich bin erstaunt, wenn ich teilweise mit Leuten spreche und ich sage denen beispielsweise, hey, whatever, ich trinke seit Januar kein Alkohol mehr, und dann sagt einer, krass, ich habe wahrscheinlich seit, und der ist dann irgendwie Mitte 30, und der sagt, ich habe wahrscheinlich seitdem ich 15 bin keine Woche mehr keinen Alkohol getrunken. Ja? Also die sind dann selber total erstaunt oder sagen, hey, sowas könnte ich nicht. Und dann denke ich mir, Alter, weißt du eigentlich, was du da gerade sagst? Könnte ich nicht? Was das bedeutet? Du könntest nicht ohne Alkohol auskommen. Bedeutet, du bist quasi schon Alkoholiker.